Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Loveweed und Mittelfinger von Antifuchs in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Loveweed und Mittelfinger von Antifuchs, das Ganze am 29. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Ja, keine Box, sondern eine Vinyl ist es geworden. Wir haben hier oben einmal in Rot den Schriftzug Antifuchs. Dann links unten hier diese Schriftrolle, also in dieser Schriftrollenoptik, Loveweed und Mittelfinger. Und rechts haben wir dann noch Anti-Army und dann das Logo hier von Antifuchs. Die ist dann auch hier abgebildet, die Interpretin. Wir haben sie hier etwas knapp bekleidet mit einem, ja, passend zum Weed, mit einem Joint in der Hand. Dann haben wir hier noch einen Baseballschläger und ansonsten trägt sie hier einen Helm. Sieht aus wie aus dem Schützengraben, also so einen Soldatenhelm. Erinnert mich so ein bisschen an Vietnamkrieg oder zumindest US-Soldaten. Dann haben wir oben noch eine Spielkarte, eine Ass-Karte, Herz-Ass mit einem Fuchs und jede Menge Details, die man hier noch ausmachen kann. Ja, also Weed und Mittelfinger, auf jeden Fall zwei Sachen, die man mit dieser Dame in Verbindung bringt. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Hier lesen wir auch wieder Antifuchs, Loveweed und Mittelfinger. Und auf der Rückseite haben wir das Ganze so. Hier haben wir wieder riesengroß den Namen der Künstlerin, dann den Albumtitel darunter. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier zwei Vinyls drauf, A, B, C und D-Seite. Und wir haben hier insgesamt 21 Tracks. Features sind auch jede Menge dabei. Und zwar haben wir Features von Peters, Frauenarzt, Schliwa, Schakal 022, dann einen Remix von Gespenst, ein Feature von Crystal F und ein Feature von Kwame 65. Okay. Darunter dann die Beteiligten und einen Barcode. Dann werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Es ist ein Gatefold zum Aufklappen. Das heißt, wir schneiden hier mittig einmal rein, wenn es geht, und ziehen dann hier durch. So. Jawohl, so sieht das aus. Es ist das zweite Album von Antifuchs nach ihrem Debütalbum Stola. Das gab es ja damals in der Bundle-Variante, habe ich euch ja schon vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für Album Nummer 2. Wir haben hier auf der linken Seite einmal eine riesengroße Danksagung. Also die ist unfassbar lang. Alleine schon die Schrift, die ist etwas kleiner, aber alleine wie lang diese Zeilen sind und wie dicht an dicht hier alles steht. Also ich hoffe, ich kriege das hier halbwegs eingefangen. Ihr könnt euch das Video natürlich hier kurz anhalten und dann diesen Roman hier lesen. Ich erspare euch das jetzt im Detail. Dann lesen wir hier Antifuchs, darüber eben Danke. Auf der rechten Seite haben wir dann die Dame wieder abgebildet und hier haben wir dann die Credits. Also hier lesen wir, wer an dem Album hier mitgewirkt hat. Sehr schön. Dann haben wir hier auch noch die Social Media Kanäle, beziehungsweise was lesen wir dann? Antifuchs.de, okay. Also Websites. Und das Outfit, das wir schon mehr oder weniger hier von dem Cover kennen. Alles klar, dann schauen wir mal hinein. Wir kommen zur Vinyl. Vinyl Nummer 1. Jetzt schauen wir noch, ob wir noch was vorfinden. Nein, das sieht soweit leer aus. Und dann haben wir hier noch Vinyl Nummer 2. Und hier gibt es sonst auch nichts mehr. Okay. Gut. Die Vinyls kommen in weißen Hüllen, in weißen Papierhüllen. Wir haben hier Vinyl Nummer 1 und die sieht so aus. Also ganz klassisch in Schwarz gehalten die Vinyl und in der Mitte haben wir dann in Rot und Weiß das Ganze beschriftet. Hier haben wir dann auch noch die Tracklist. Also hier die ersten 6 Tracks aufgelistet, inklusive der Laufzeit, also wie lang der jeweilige Song geht. Auf der Rückseite die B-Seite mit weiteren 6 Tracks samt Laufzeit.
dann packen wir das mal wieder zurück. Und dann haben wir natürlich auch noch die zweite Vinyl, ebenfalls wieder in einer weißen Papierhülle. Und die ist dann auch wieder in Schwarz gehalten. Sieht dann so aus, Seite C mit 3 Tracks und Seite D mit den restlichen 6 Tracks. Jawohl, also, schön gemacht. Und dann packen wir die zweite Vinyl auch wieder rein. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen fehlt, ist sowas wie ein Download-Code. Den hätte man hier noch beilegen können, aber ja. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigten Vinyls, also A, B, C und D-Seite, verteilt auf 2 Vinyls, 21 Tracks insgesamt. Und das alles gibt es in dieser wunderbaren Vinyl-Edition Love, Weed und Mittelfinger von Antifuchs. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Antifuchs unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.